Hallo und herzlich willkommen bei Subnautica. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den schon hergestellt habe. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe es zumindest gerade. Wenn doch, dann stelle ich gerade unnötig einen Laserschneider her. Den brauchen wir ja jetzt, wenn wir schauen wollen nach, nach Fragmenten. Wir müssen schauen, dass meine Seemotte weiter runterkommt. Du bist die 5. Genau, ich habe was zum Essen, zum Trinken und ich habe Heil-Kids mit. Was war das gerade? Ah, jetzt geht's, okay. Also was auch immer, jetzt geht's. Da. Okay, ich habe auch zwei Messer mit. Das eine Messer ist wieder da. So, dann gehen wir jetzt mal Fragmente suchen. Ich kann im Moment mit der Seemotte ja nur auf 180 Meter runter. Ich sehe gerade, dass ich eine. Ja, ich sehe, dass ich da eine Kommunikation empfange. Ich kann gerade nicht. Bin jetzt gerade am Suchen. Was ist das? Einfach so rum. Ein Zyklop-Triebwerksfragment. Cool. Cool. Nehme ich mit. Da hätten wir Uran. Aber wir haben noch kein... Wir haben ihn noch nicht, also brauchen wir auch das noch nicht. Da drinnen werden wir zwar, glaube ich, nichts finden, aber wir schauen trotzdem mal. Ich habe mir natürlich die Energiezelle mitgenommen. Das war diese Irrgarten, da kann es sein. Ja, das war das in der Insel. Ja. Okay. Nein, da wollen wir jetzt nicht rein. Okay, da haben wir die Fische, das heißt, wir müssten in der Nähe. Genau. Von den schwimmenden Inseln sein. Und auf einer von denen ist doch auch ein Fragment, also ein Absturzfragment, oder? Aber ich glaube, das war tiefer. Ah, nee, da. Sieh an, sieh an. Caution. Passing safe depth. Energiezellen-Ladestation-Fragment. Das ist einmal sehr gut. Brauchen wir bald. Die sind zu. Da ist sonst nichts. Da muss ich mein Schiff näher. Stellen wir uns mal daher. Stasi-Gewehrfragment. Was war's? 70%, das heißt, das war ein großer, der mich erwischt hat. Schubkanonenfragment. Ja, so einer war's. Ich weiß immer noch, dass ich eine Übertragung gekriegt habe. So, rein in die Motte und näher ans Wrack. So. Autsch. Das war jetzt voll wichtig. Hat mich 5% Gesundheit gekostet vom Schiff. Oh Mann. Wie nah komme ich daran in sicherer Höhe? So nah.
Fische sind ganz wahnsinnig auf mich. Lass mal das Licht einmal eingeschalten. Es kostet mich zwar Energie, aber ich glaube, es ist sinnvoller. Kenne ich schon. Kenne ich offensichtlich schon. Da ist... Doch, da ist was drin, aber da komme ich nicht hin. Okay. Da haben wir ein Schubkanonenfragment. Da, die Türe können wir öffnen. Ja. Ja, gut. Da haben wir... Können wir schon. Können wir noch nicht. Duel 2 können wir noch nicht. Muss gleich kurz raus. Gut, gehen wir mal raus. Sicher ist sicher. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja. Wo habt ihr meine Motte hinboxiert? Was macht die da hinten, ha? Oh Mann, da stand die definitiv nicht. Jungs, hört's auf euch mit meiner Motte zum Spielen, ja? Das ist meine Motte. Meine! Das ist nicht euer Spielball. Auch wenn es klappt, offensichtlich. Und wieder da rein. Einmal durch, da kommen wir nicht rein. Da haben wir alles. Da ist noch was drin. Das Stasi-Gewehr können wir also schon bauen. Cool. Da haben wir nichts. Das ist zu. Da ist noch was. Muss nur hinkommen. Schubkanonenfragment haben wir auch. Brauchen wir nicht mehr, haben wir schon. Haben wir schon leer. Oh, Energiezelle. Ladestation. Und wir müssen raus. Damit haben wir die Energiezellenladestation. Was macht die jetzt da unten? Also, jedes Mal, wenn ich rauskomme, steht die woanders. Jungs, das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. Kommen wir da von oben auch rein? Schaut fast so aus. Kann man da oben? Caution. Passing safe depth. Probieren wir es mal so. Zack. Boah. Kommen wir da auch irgendwie rein? Ja, so. Oh, da ist auch noch was. Schubkanone haben wir aber jetzt, glaube ich, schon. Genau. Rein da. Jetzt noch einen Eingang. Schauen wir mal. Ich weiß, Safe Death habe ich verlassen. Wenn ich da niedriger bin, das heißt, wenn die Zahl da oben rot ist, kriegt die mehr Schaden, beziehungsweise kriegt sie Schaden, wenn Fische mit ihr Ping-Pong spielen. Deswegen schaue ich eigentlich immer, dass ich drüber bleibe. Ich würde sagen, da finde ich nur die Sachen, die ich jetzt schon habe. Oder? Lass mich in Ruhe, du blöder Fisch. Danke. So. Da ist nichts drinnen, die sind leer. Caution. Zu. Passing safe depth. Zu. Ein Eingang. Nein. Das hat meinem Schiff zum Beispiel Schaden gemacht. Da liegt noch Teile. Die Energiezellen, die habe ich zwar jetzt auch schon, aber egal, getan. Auch Titan. Und wieder rein. Caution. Passing safe depth. Da komme ich rein. Moment. Da kann man herein.
Blaster Shot. Energiezellenladestationsfragment, okay, das haben wir schon. Ich werde jetzt mal essen und trinken. Ja, das kann man einfach so unter Wasser. Ich stecke das irgendwie. Ich steckte schon die ganze Zeit unter meiner Luftmaske. Oder ich krieg das gleich intravenös, genau, ja. Da ist was zum Aufschneiden. Einmal Luft holen. So, weiter geht's. Das geht deutlich schneller als Luft holen, finde ich schön. Dass man nicht mehr so ewig im Boot bleiben muss und warten muss. Dazwischen 50 Minuten überlegen muss, was man sagt. Also, machen wir das auf. Gehen wir einmal Luft holen und dann schauen wir nach, was da drin war. Weil dieses Aufschneiden braucht verdammt viel Zeit. So. Danke. Haben wir schon? Anzuggreifhakenfragment, das ist cool. Das ist die Energiezellenladestation. Oh, da sind Prawn-Anzüge drinnen. Ich muss da noch mal rein. So, raus. Das ist leider verdammt tief. Ich habe natürlich jetzt keinen Druckanzug an, oder? Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Fürchte ich. So, und weiter geht's. Keine Zeit verschwenden, sonst brauche ich es lang. Da rein. Da durch. Da runter. Kann ich da noch was runterladen? Ja, kann ich. So, da ist ein Prawn-Anzugsfragment. Cool. Ziehe ich erst jetzt? Ich muss da alles einscannen, so leid es mir tut. Schubkanone habe ich schon. Muss wieder raus. Ich muss nur schauen, ob da jetzt noch was ist. Einmal raus. Luft holen. Könnte man dritte Sauerstoffflasche machen. Was habe ich jetzt wirklich an? Also ich habe zweimal Technologie gefunden. Einmal die Schubkanone und einmal... Was, das war schon der Prawn-Anzug? Nee, eben. 20 Teile muss man jetzt finden. Ach, die heißen alle Prawn. Warte mal. Was war's denn? Den Anzug-Greifhaken habe ich. Okay. Das sind alles die neuen Sachen, die ich habe. Ja. Weiter scannen. Voll tolle Sachen da in dem Schiff. Torpedoarmfragment. Gut, das brauche ich weniger. Ich habe den Torpedoarm noch nie verwendet. Aber es ist ja schön, dass es ihn gibt. Und vielleicht braucht man ja irgendwann für irgendwas. Gibt ja noch Sachen, die ich nicht kenne. Also da unten sehe ich jetzt nichts mehr. Ich glaube, da habe ich alles. Da oben sehe ich jetzt auch gerade nichts mehr. Aber ich sehe das da. Ich muss aber zuerst raus. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Das wird knapp.
bin bisher immer vor 30 raus. Na, es geht sich aber aus. Also Türe aufschweißen und dann wird der Weg noch länger. So, komm, mach weiter. Das Frage ist aber hochinteressant, ich kann da nicht rausgehen. Also das muss sein. 60 Sauerstoff reicht noch. Reicht noch. Und darunter die Luftversorgung ist auch. Geh auf die Seite da. Blödes Ding, geh weg da. So. So, einmal raus, Luft holen. So. Ja, hübsche Geräusche macht sie da. Wolltest du mich gerade beißen? Ihr habt es genau mitbekommen, du wolltest mich beißen. Such dir ein anderes Opfer. Ja, genau. Irgendwo anders ein anderes Opfer. Beiß dich im Schiff. Was haben wir da? Da geht eine Türe auf. Langsam ist es kompliziert. Ach du Scheiße. Okay. Da ist nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Hier ist nichts, was ich nicht brauche, was ich bräuchte. So, noch einmal Luft holen und dann. Die habe ich runtergeladen. Genau. 30 seconds of oxygen remaining. Ich glaube, jetzt habe ich nicht die Verbindung gefunden. Lässt du mich jetzt endlich in Ruhe, du blöder Fisch? So. Mit C-Motte wären wir da ein bisschen schneller durchgegangen. Aber wir hätten nicht so viel gehabt, was wir mitnehmen können. Wobei es eh nur Titan ist, was man mitnimmt. Lass du mich da durch, danke. So, da runter. Und dann geht's da weiter. Und ich glaube, da war ich schon von der anderen Seite. Kann das sein? Ja, das ist der Raum. Das heißt, ich habe jetzt die Verbindung aufgemacht. Und damit weiß ich jetzt... Jetzt ist das Wrack leer. Hoffentlich. Außer ich habe was übersehen. Das könntest du mir dann wieder im Video schreiben. Du hast dein PDE übersehen oder so. Nicht, dass wir es schon mal gehabt hätten. Nein. Ich übersehe nie was. Nie. Nee. Ach, schon so gut draußen. So. Machen wir mal Bestandsaufnahme. Was haben wir denn jetzt Neues? Wir können die Energieladezellen. Die Energie zerstören. Erweiterter Kabelsatz. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal bauen. So, was ist da? Don't climb or get off, während es sich bewegt. Okay, also man soll nicht aussteigen, während es in Bewegung ist. Nee, ich möchte... Wie viel Inventarplatz habe ich noch frei? Machen wir notfalls an die Titanbahn raus, oder? Schwimmen wir mal einmal zu meinem Rettungsbütchen. So. Die Energie ist gleich alle. Aber ich habe noch eine Energiezelle mit. Da
war ein Klubscher. Na egal. So, kennt ihr das noch, meine alte Basis? Viel steht ja nicht mehr. Da steht wirklich nur noch ganz wenig. Aboard, Captain. Wie man sieht. Gut, jetzt bin ich gerade froh, dass ich da drinnen nicht noch gefunden habe. Cool. Gut, jetzt müssen wir mal kurz hoch. Wir machen echt einen Titanenbahn draus. So. Da habe ich also zwei neue Sachen. Was bräuchte der erweiterte Kabelsatz? Gold und Computerchip. Ja, dafür bräuchte man Silber, das haben wir nicht mit. Haben wir da noch was drinnen? Nein. Das ist leer, das ist sehr gut. Da haben wir einen. Und dann haben wir... Oh, vom LivePod 3 haben wir Nachricht bekommen. Den kennen wir noch gar nicht. So, dann machen wir noch ein Titanband raus. So. Und dann schauen wir weiter darunter. So, den spinnt weg. Was ist in dem noch drinnen? Nicht so froh, dass da nirgends ein Dings war. Ein Laserschneider. So, jetzt können wir aber nicht noch mehr Platz schaffen. Das kriegen wir nicht hin. Gut, das heißt, jetzt können wir gemütlich zu meiner Basis rüberfahren. Wir sind voll. Energie ist gleich null. Gut, das sollten wir auch ändern. Da. Nachricht. Wir haben keinen Platz. Das heißt, ich lege mal kurz sicherheitshalber da was rein. Objekt 11.783 zerstört. Was? Patrouille unidentifizierte neue Objekte. Ziele 1. Ah. Meinen die das Schiff, was da zu uns kommt? Ich meine, die Sunbeam hat sich am Tag 29 gemeldet. Wann hat sie gesagt, dass sie da ist? Sunbeam again. What else to say? Da ist die Sunbeam am Tag 20. Nicht, dass die Sunbeam abknallt haben. Wäre aber möglich. Aurora, it's Sunbeam. We've made orbit, and scans have found a landing site on the planet that's only rated hazardous. It's our best shot. We've sent you the coordinates. We'll be there in 2 days' time. Cross your fingers, the weather holds. And don't leave us waiting. Sunbeam out. Also 2 Tage und 40 Minuten. Ich habe aber von euch noch keine Koordinaten jetzt gekriegt. Wann schickt sie mir die Koordinaten, Leute? Und vor allem, ihr werdet jetzt abgeschossen. Ihr könnt nicht landen, Leute. Ihr, wo habe ich denn erst also da? Zur Caution. Dehydration detected. Ja, ich habe Durst, ich weiß. Wo ist meine Basis? Ah. Oh. Lol.
Habe ich meine Basis genau an die Stelle geleitet, wo die landen wollen? Aber mein Problem ist halt, ich habe die Waffe noch nicht abdrehen können. Das heißt, da kriegt man keine Koordinaten, das kriegt man einfach angezeigt. Ich habe das Wrack da unten gesehen. Ja, ich würde sagen, die Sunbeam möchte genau auf der Insel landen. Minuten sind 2 Tage. Oh Mann. Und ich kann nichts dagegen tun. Jetzt ist die Frage, wenn die Sunbeam dann abgeschossen ist, kommt dann das nächste Schiff? Oder hat man dann einfach verloren? Gute Frage. Die Sunbeam will auf der Insel landen. Aber die müssen doch dieses Riesengerät entdeckt haben. Das ist da. So, mal raus. In unsere Basis. Welcome aboard, Captain. Thank you. Also, Titan kommt erst einmal da rein. Das, das, das und das. So, dann haben wir hier das ganze Zeug für die Luftversorgung. Da ist ja drüben immer noch was. Lithium haben wir ein bisschen gefunden, das kommt da rein. Die Nahrungsblöcke können wir auch da rein tun. Beim Blei haben wir auch noch Platz. Also ne, Quarz haben wir einen eigenen. Ja, da ist auch voll nur Quarz drin, wie man sieht. Die Sortierung ist noch etwas grausig. So, was machen wir jetzt? Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Gas und Titan. Was können wir machen, ist die Frage. Wir haben da alles mehrfach abgesucht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall satt. So, da brauchen wir Glas. Und was noch? Glas und Titan. Ja, Glas haben wir derzeit nicht so viel. Ist aber auch gerade egal. Quarz und Titan. Haben wir Silber? Haben wir. Wir brauchen jetzt erweiterte Kabelsätze, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, 2 Stück. Erweiterte Kabelsätze waren Gold und Computerchip. Tischkorallenprobe, Quarz. Tischkorallenprobe. Die hätte man eigentlich mitnehmen können. Ach Mist, Tischkorallen haben wir doch da keine. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich tschüss, tschau, baba. Ich stelle mich dann nochmal auf die Insel. Was mit der Sunbeam passiert, das ist schon wieder so ein Teil. Das sehen wir dann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal, weil 40 Minuten ist ziemlich lang. So, das scannen wir noch schnell. Und dann stellen wir uns daher. Jetzt sage ich euch tschüss, tschau, baba. Bis zum nächsten Mal. Ich muss nur kurz noch unseren Zeitgenossen hier umbringen. Bleibst du da? Feigling.
So, jetzt bist du tot. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und Baba.